Ja, die gefährlichen Irrtümer von Dr. Markus Krall beschäftigen immer wieder unsere Zuschauer, und führen immer zu großem Interesse. Also hier haben wir es nochmal, die Irrtümer des Dr. Markus Krall. Dazu kann man auch gleich die Irrtümer der AfD zählen, weil die sind teilweise sehr ähnlich. Aber auch sogar der Gemeinwohlökonomie und der ÖDP, alle trotz guter Ansätze, alle dem gleichen Irrtum unterlaufen und ähnlich auch Fridays for Future. Fridays for Future ist auch hat auch sozusagen den wissenschaftlichen Schuss noch nicht gehört, sozusagen. Ja. Das Entscheidende ist, dass Dr. Markus Krall irgendwo sogar auch anerkennt, dass sozusagen die Naturwissenschaft immer wichtiger wird und immer größeren Anteil hat sozusagen am Weltverständnis. Aber dabei ist es dann auch geblieben. Er redet zwar so von so ein bisschen naturwissenschaftlich angehaucht, aber ohne es wirklich zu verstehen. Ne? Schauen wir uns mal an, was sein größtes Ignorieren der Naturwissenschaft ist. Seit bald 200 Jahren kennen wir nicht nur das Naturgesetz der Gravitation von Sir Isaac Newton, das uns teilweise die Flacherdler vom Halse geschafft hat mit ihren Illusionen, ja, mit ihrem Aberglauben. Und bald vor 200 Jahren haben die ersten Menschen, Charles Darwin und Alfred Russel Wallace, angefangen, über das Naturgesetz von Mutation und Selektion, Variation und Selektion nachzudenken, und trotzdem hat es Dr. Markus Krall und die AfD und all die anderen noch nicht begriffen, sozusagen. Ja? Also, Beispiel, ich nehme heute mal die Glückszerstörung durch Markt. Also wir haben hier die Bedingungen, Voraussetzungen sind also Markt und Arbeitsteilung sind erfunden worden. Ja? Und jetzt haben wir hier den ersten Früharzt und Frühhändler der Evolution, der noch in der Wahrheit lebt und der erzählt: Ach, wunderbar, wie ihr so toll euch naturbelassen ernährt, wie ihr in euren Liebeskommunen, wie die Männer alles den Frauen und Kindern schenken, wie ihr eine Lebenslust und Lebensfreude habt. Nix Vereinsamung, sondern Gruppenleben, Kommunenleben, Gruppenehe. Und so weiter, liebevoll und die Männer schenken alles den Frauen und Kindern, keine Schere zwischen Arm und Reich, die aufgeht und so weiter, ja? Toll, sagt dieser Früharzt und Frühhändler, ne? Und deswegen liefere ich euch als Frühhändler natürlich nur naturbelassene Nahrung. Aber zwangsläufig kommt nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion, muss es auch zu dem ersten sich irrenden Früharzt und Frühhändler kommen. Und der erzählt: Ach, ist das eklig, euer ständiges Geschmuse und dieser ständige Sex, das ist ja unkeusch, unmoralisch, lasst das sein. Außerdem könnt ihr ruhig meine denaturierten Nahrungsmittel essen, die sind genauso gesund und so weiter. Ja, und dadurch werden die Leute jetzt alle sexuell verklemmt und sexuell unterdrückt. Und durch die krankmachende Ernährung werden sie, also erstens werden sie durch die sexuelle Unterdrückung un konsumsüchtig, shoppingsüchtig, kaufsüchtig. Davon profitiert dieser sich irrende Frühhändler und sozusagen, und er profitiert davon, dass die Leute dann ihm glauben und seine krankmachenden, denaturierten Nahrungsmittel essen, und dadurch kann er ihnen unheimlich viel verkaufen, und deswegen kann er zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel ernähren und wird der Vorfahre von Professor Drosten und Professor Karl Lauterbach, ja?
Und also sozusagen die Evolution der gewinnbringenden, karrierefördernden und vorteilbringenden Irrtümer setzt ein. Und genau das ohne böse Absicht befürwortet Dr. Markus Krall, die AfD und so weiter. Alle diese Leute. Also hören Sie auf, immer den Leuten böse Absichten zu unterstellen. In dem Moment sind Sie ein Verschwörungstheoretiker. Das ist unrealistisch. Gehen Sie lieber mit der Naturwissenschaft davon aus, dass erstmal alle Menschen es gut meinen, dass aber Menschen zu killern werden, wenn sie voll sind von gewinnbringenden Irrtümern, karrierefördernden und vorteilbringenden Irrtümern, mit denen sie sich selbst und uns einer dauernden Gehirnwäsche unterziehen. Ja, also ein Mensch, der es gut meint, aber sich irrt, ist genauso gefährlich wie jemand, der angeblich böse Absichten hat. Aber es ist unwahrscheinlich, dass Menschen böse Absichten haben. Auch Bill Gates irrt sich nur. Der glaubt wirklich, dass die Menschheit unbedingt Impfungen brauche. Der hat kein Verständnis von und kein Gefühl für die Natur. Und das also sozusagen damit Markus Krall sozusagen und uns noch mehr von dieser teuflischen Marktwirtschaft und sozialen Marktwirtschaft und noch mehr vom freien Markt und den arbeitsteiligen Systemen ohne Lenkung, ohne Steuerung geben will. Also gelenkt werden müssen sie durch Steuerelemente wie die Next Scientists for Future stellen ja zur Diskussion die Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten, Wirtschaftswunderdaten und noch viele andere kleine Steuerelemente, die alles in der Gesellschaft hinlenken müssen und steuern müssen zum Guten sozusagen, weil eben Markt- und Arbeitsteilung immer nur schlechte Ergebnisse bringt. Ja? Und das versteht Dr. Markus Krall nicht. Aber er hat keine bösen Absichten. Er will nicht unser Leben zerstören. Nur seine Irrtümer führen dazu hin, wenn sie umgesetzt werden, führen dazu, dass wir unser Leben noch mehr zerstört wird als bisher. Ja? Und genauso bei der AfD und so weiter, ja. Aber alles keine bösen Absichten. Dazu passt übrigens auch, dass also zum Beispiel im Moment ist ja Prostitution verboten, ja. Und das in einer Kultur, wo wir sowieso überall sexuelle Unterdrückung haben, wird jetzt auch noch der letzte Rest, nämlich die ja eigentlich uninteressante käufliche Liebe auch noch unterdrückt, ja. Und das im Prinzip ist es letztendlich so, dass dadurch ja die Suchttendenzen in den Menschen für jeden Orgasmus, der nicht bei einer Prostituierten eben nicht stattfinden kann durch die Unterdrückung der Sexualität bei den Prostituierten, wird sozusagen wird wieder eine größere Konsumsucht erzeugt und wieder resultiert eine größere Kaufsucht und mehr Krankheit, mehr Suchtkrankheit, aber auch mehr körperliche Krankheit und so weiter, ja. Und das Entscheidende ist ja, das wäre ja alles gerechtfertigt, wenn wir wirklich es mit einem Killervirus zu tun hätten. Aber da gibt es eben wenig Hinweise. Dann machen viele aber auch den Fehler, zum Beispiel, da muss ich mal ein bisschen Corona-Unterricht geben, als Lehrer an der Tafel hier in unserem Tagesbild. Sozusagen, der Fehler ist, dass die Leute immer denken, ja, es sind ja nur 0,01 der Weltbevölkerung an Corona gestorben. Ja, aber da kommt doch dann die Politik mit der Antwort und sagt, ja, aber doch nur deswegen sind so wenige gestorben, weil wir weltweit so viele Lockdowns gemacht haben. Hätten wir die Lockdowns nicht gemacht, dann wären Milliarden gestorben, ja, also sozusagen. Ja, und das ist ja das muss man doch entkräften. Dieses Argument muss man doch entkräften. Dann außerdem, wenn nur 0,01% gestorben sind, also dann muss man das doch angreifen. Also erst einmal noch mal ganz kurz hier. Wo ist unser Taschenrechner? Taschenrechner, Taschenrechner steht, glaube ich, ganz gut. Kann man so lassen.
So, also noch einmal zum Mitschreiben. In Deutschland sind 25.100, manche nennen sogar 27.000 Menschen 2018 an Grippe gestorben. Schweden hat ein Achtel der Bevölkerung, also müssen wir das durch 8 teilen, also wären in Schweden ungefähr 3.200 Grippe- oder Wintertote, also besondere Winteratemwegserkrankungen. Es spielt ja keine Rolle, ob es Corona ist oder Grippe. Also Winteratemwegserkrankungen müssten jetzt also sozusagen in Schweden 3.200 Tote ungefähr bringen, wenn alles normal ist. Und wichtig ist ja eben, dass Schweden so viel weniger Lockdown als zum Beispiel Deutschland hatte, dass es eigentlich jetzt in Schweden massenhaft Tote geben müsste, wenn Corona wirklich ein Killer-Virus wäre. Ja, jetzt hat aber Schweden faktisch nur ungefähr grob über den Daumen 5.000 angebliche Corona-Tote. Jetzt ist nur der Unterschied, dass im Jahre 2018 nicht ständig auf Grippe getestet wurde. Also das heißt, dass die 25.100 nicht grundsätzlich dadurch überhöht wurden, dass ständig auch Krebstote oder andere Tote auf sozusagen Grippeviren, die dabei waren, sozusagen hingetestet wurden. Während in Schweden eben jeder Corona, jeder irgendwie Tote natürlich auch auf Corona getestet wurde und höchstwahrscheinlich dann auch ganz viele, die an Krebs oder anderen Hauptursachen gestorben sind, dann auch Corona zugeschrieben wurde. Also das heißt, wenn dann diese 5.000, da müssen wir vieles von abziehen, weil es höchstwahrscheinlich mit Corona Gestorbene sind und eben nicht an Corona Gestorbene sind. Und dann sind wir doch wieder in der Größenordnung von 3.200 und das würde bedeuten, dass in Schweden nichts anderes gewütet hat als eine ganz normale, kräftige Winteratemwegserkrankung. Mehr nicht. Ja? Und wenn wir doch die 5.200 nehmen, dann vergleichen wir noch einmal. In Schweden gibt es etwa 8 Millionen Menschen, ja? Und wenn es wirklich ein starker Erreger wäre, wie der Pesterreger, egal, auch wenn wir natürlich nicht davon ausgehen können, dass der 1:1 heute nochmal vorkommen könnte, aber bei der Pest sind tatsächlich ein Drittel der Menschen gestorben. Das heißt, wir hätten es jetzt in Schweden, müssten wir circa, also ich sage immer über den Daumen, 3 Millionen Tote haben, aber 2,66 Millionen Tote müssten wir jetzt haben und nicht lächerliche 5.000 Tote. Ja, wenn wirklich ein Killer da wäre, dann müssten wir jetzt im Millionenbereich in Schweden Tote haben, denn in Schweden waren ganz viele Infektionstüren völlig offen, die im Rest der Welt teilweise geschlossen waren. Ja, also das heißt, hiermit fällt schon das Argument zusammen, dass wir doch nur, weil wir überall so knallharte Maßnahmen gemacht haben, nur deswegen haben wir so wenig Tote. Nein, Schweden hat nur so viel Tote wie einer kräftigen Winteratemwegserkrankung entsprechen. Dann müssen wir sozusagen durchgehen. Und übrigens, Dr. Markus Krall sieht eben nicht, dass eben die Medizinindustrie unter seiner von ihm verherrlichten Marktwirtschaft sozusagen genau dazu neigt, Gefahren zu übertreiben, weil das zum Geschäftsmodell der Medizinindustrie gehört. Nicht, weil die Leute böse Absichten hätten, sondern die glauben wirklich, dass jeder Virus, jedes Bakterium immer ein Killer sei. Ja, weil dadurch können sie immer viele Behandlungen verkaufen, können viele Maßnahmen verkaufen, die Ärzte, und dadurch brummt ihr Geschäft. Ja, und das ist die unbewusste Dynamik, evolutionsbiologische Dynamik des Medizin- und Pharmaindustriesystems. Und
Aber ohne böse Absicht, ne? Also nichts Verschwörung, ja, da gibt es keine Verschwörung. Allein die Marktwirtschaft und die Arbeitsteilung, solange sie ungelenkt sind wie bisher, sind sie böse, aber nichts anderes. Hören Sie auf mit der Idee, dass Menschen böse wären. Systeme sind böse. Arbeitsteiliges System und sozial-marktwirtschaftliches System sind böse, sonst nichts, ja? So, also, das heißt also, damit hätten wir schon mal den ersten Hinweis, wenn wir dann nach Weißrussland gucken und die Journalisten es nicht in der Lage waren, dort Massen an Zeugen zu finden, die alle sagen, ja, in diesem Jahr sterben aber ungewöhnlich viele Menschen in meinem Bekanntenkreis. Und dabei ist nämlich Weißrussland versucht, nämlich so aktiv wie möglich Corona völlig zu ignorieren, obwohl sie es natürlich im Lande haben, ja. Das würde also bedeuten, eigentlich müssten wir jetzt in Weißrussland Millionen Tote haben, sozusagen Winteratemwegserkrankungstote haben, und da müsste es für Journalisten ein leichtes sein, Massen an Zeugen zu finden, die sagen, in meinem Bekanntenkreis wird dieses Jahr viel mehr gestorben als 2018 zum Beispiel. Ja? Ist nicht der Fall, obwohl alle Journalisten danach gierig sind. Es gelingt ihnen nicht, solche Zeugen in Massen zu finden. Das stellt aus naturwissenschaftlicher Sicht also stellt ein riesiges Fragezeichen auf. Außerdem ist dann folgender Punkt. Jedes Jahr sterben in Deutschland fast 1 Million Menschen, machen wir es genauer, circa um die Größenordnung 940.000 Menschen, ganz normal. In den schlimmsten Winterzeiten sind das dann pro Tag bis zu bis zu, warum klärt sich das nicht? Bis zu 3.000 Menschen pro Tag, die ganz normal sterben. Ja, also in zum Beispiel 100 Wintertagen sterben dann also ganz normal 300.000 Menschen. Und auch im starken Winter mit starken Atemwegserkrankungen 2018 waren von diesen 300.000, die ganz normal sterben, wurden nur lächerliche 25.000 sozusagen dem nur 25.000 zugeordnet zur Grippe in dem Falle, ne? Also, das heißt also, wir gucken doch mal, wenn 300.000 Tote zum Beispiel 100% sind, dann sind, ich mache jetzt gerade einen Dreisatz, ja, dann sind ja 25.000 Tote x%. Und dann müssen wir 25.000, also dann müssen wir das wieder klären hier. Machen 25.000 rein, müssen zwei Nullen, müssen das mit 100 multiplizieren, machen zwei Nullen dran und müssen es teilen durch 300.000. Das ist der Dreisatz. Hoffentlich mache ich ihn richtig als früherer Supermathematiker. Und das heißt, dass wir hier quasi das lächerliche 8%, also noch nicht mal 10% aller normal in 100 Tagen in Deutschland im Winter Sterbenden an Atemwegserkrankungen überhaupt auch nur zum Beispiel der Grippe zuzuordnen sind. Also sterben auch im Winter ganz viele ganz normal an ganz anderen Erkrankungen. Ja? Und sozusagen, also ist es so, dass sowieso eben einfach im Winter eben etwas mehr gestorben wird, im Sommer etwas weniger. Aber, und dieses Sterben, wie sozusagen, jetzt kommt ja quasi die Idee auf, wir wollen plötzlich das Sterben beenden. Ja? Das geht aber nicht.
Ja, weil irgendwann, spätestens mit 127 Jahren, ist für jeden Menschen ungefähr Schluss. Ja, das heißt, und das ist auch gut so, und das ist genetisch so organisiert in der Evolution, ist die Evolution, wir haben lauter Selektionsdrücke, die darauf hinwirken, dass in jeder Art das Alter auf den idealen Zeitpunkt eingestellt wird. Wann stirbt jemand sozusagen nicht mehr? Also, wann stirbt jemand? Lebewesen sterben immer dann, muss ich wieder die Corona-Tafel aufmalen, machen. Nee, jetzt bin ich irgendwie falsch. Ja, wenn ich jetzt an die Tafel zeichnen würde, würde ich jetzt sagen, Lebewesen sterben dann, wenn sie ihren Kindern, Enkeln und Urenkeln anfangen, mehr Schaden zuzufügen, indem sie weiterleben, als Nutzen. Das ist die Formel, nach der die Evolution den Sterbezeitpunkt einstellt, sozusagen. Und jeder Versuch, darüber hinaus das Leben zu verlängern, würde dann von der Selektion wieder gegen, also negativ beantwortet werden, ja, weil dann diese Menschen, die ewig leben, würden ja ihren Kindern, Enkeln und Urenkeln riesigen Schaden zufügen. Schon zum Beispiel, indem sie ihnen nichts vererben und so weiter, ja, also als Beispiel. Das ist eben der Punkt. Es gibt immer einen Punkt, ab dem wird ein alter Mensch schädlich für seine Kinder, Enkel und Urenkel. Und dann darauf ist die Evolution eingestellt und ungefähr bei uns liegt ja bei ungefähr bei 127 dieser Punkt sozusagen, an dem das Kosten-Nutzen-Kalkül der Evolution sozusagen uns abräumt. Und daran sollten wir auch gar nicht versuchen, irgendwas zu ändern. Ja? Das heißt, wenn wir aber die Leute jetzt wenigstens von 80 auf 127 bringen wollen, also 147 Jahre länger leben lassen wollen, dann müssen wir ihnen gesunde Ernährung geben, so gesunden Sport, gesunden Lebensstil, gesundes Liebesleben und alles, was das Immunsystem stark macht und so weiter. Und dürfen auf keinen Fall sozusagen jetzt denken, dass wir, wenn wir die Leute mit locken, Downs von Kontakten mit Viren und Bakterien fernhalten, dadurch könnten wir die Leute grundsätzlich retten. Das geht nicht. Denn wir können sie doch nicht von allen Viren und Bakterien fernhalten. Und das Grundproblem der 80-Jährigen ist, dass sie durch unsere krankmachende soziale Marktwirtschaft und arbeitsteiligen Systeme durch die gewinnbringenden Irrtümer, die vorteilbringenden und karrierefördernden Irrtümer so zerstört sind, dass sie so schwache Immunsysteme haben, dass sie von jedem Virus praktisch umgebracht werden können. Und wenn wir jetzt einen Lockdown machen, ja, für eine bestimmte Zeit, und danach kommen sie wieder mit Viren und Bakterien in Kontakt, dann sterben sie spätestens in dem Moment, wo dann endlich der Lockdown aufgehoben wird. Ja? Und das heißt also, wir haben dann nichts gewonnen. Die Leute werden nicht 47 Jahre älter, sondern nur ein paar Monate älter. Und dafür ruinieren wir dann eine gesamte Volkswirtschaft, die gesamte deutsche Volkswirtschaft. Ja? Und zerstören alles, ja, und machen Deutschland, bewegen Deutschland in Richtung der ärmsten Länder der Erde, ne? Ja, das heißt also, noch einmal klar zu machen, nur deswegen, also noch einmal klar zu machen, ich muss zurück zum Taschenrechner, jetzt habe ich den Faden wieder. Nur indem man jetzt hingeht quasi, und wir haben in Deutschland ja eine Untersterblichkeit erzeugt. Wir haben ja in Deutschland jetzt nicht 25.000 Winteratemwegserkrankungstote unter den circa 300.000 Toten in 100 Wintertagen, ja, sondern wir haben ja
nur 8000 Tote. Und das heißt, wir haben eine künstliche Untersterblichkeit erzeugt, die uns nichts bringt, weil dieses selben immunschwachen Menschen ja ein paar Wochen, ein paar Monate, spätestens ein Jahr später an irgendeinem anderen Virus oder Bakterium sterben werden. Es sei denn, wir machen jetzt den ewigen Lockdown. Aber dann können wir uns auch gleich alle erschießen, wenn wir jetzt den ewigen Lockdown machen, ja? Sozusagen. Aber wenn der Lockdown aufgehoben wird, und stellen wir uns vor, der wird jetzt in 3 Monaten aufgehoben, dann sterben in 3 Monaten diese ganzen immunschwachen Menschen, werden sterben wie die Fliegen. Also wäre es nie angemessen gewesen, sozusagen zu versuchen, also die Sterberate von 25.000 Winteratemwegserkrankungstoten runterzuknüppeln auf 8.000. Weil das bedeutet, dass man einen riesig hohen Lockdown und Kollateralschädenpreis zahlt und aber nichts erreicht, weil die anderen, also jetzt sind 8.000 gestorben. Und sobald der Lockdown aufgehoben wird, wird irgendein Virus oder Bakterium, wird die fehlenden, wie viel sind es? 25.000 minus 8.000 ist 17.000. Die fehlenden 17.000 werden in kürzester Zeit nachgeholt werden, sobald der Lockdown beendet ist. Gewonnen haben wir nichts, weil diese Leute auch praktisch gar keine Lebensqualität mehr haben. Denn wer so ein schwaches Immunsystem hat und so viele Vorerkrankungen hat, der leidet mehr, als dass er lebt. Ne? Also gewonnen haben wir keine lebenswerten Lebensmonate, sondern eigentlich nur Leidensmonate. Also hätten wir einen Zielschuss machen müssen sozusagen und hätten hier sagen müssen, wir nähern uns, wir machen erstmal nur, wenn überhaupt, nur wenig Lockdown, gucken, ob unsere Intensivbetten sich der Überfüllung nähern. Also nehmen wir mal an, wir gucken, dass gehen so lange vor, solange wir unter den 25.000 Toten sind, sozusagen, und fahren so lange, machen so lange wenige Maßnahmen, bis die sozusagen Intensivbetten zu 70% voll sind. Und dann ist immer noch Zeit, harte Lockdown-Maßnahmen zu machen, also die Lockdown-Maßnahmen zu verstärken. Wenn es dann immer noch weiter ansteigt und wir dann bei 80% der Intensivbetten, wobei es mir übrigens nicht gefällt, die Entscheidung über unser aller Leben, den Diagnosemoden von Ärzten zu überlassen, die subjektiv aus der Medizinindustrie orientierten Gewinnorientiertheit heraus entscheiden, wer angeblich intensiv Stationsaufenthalt benötigt und wer nicht. Also das ist schon eine Sache, also das wäre auch noch total gefährlich, weil was machen wir, wenn die Ärzte jeden, der nur leicht hustet, in ein Intensivbett legen, dann haben wir natürlich die Betten ganz schnell voll. Aber gut, dem könnten wir dann jetzt nicht entgehen. Ja? Aber immerhin hätten wir dann gesehen, aha, bei 70% würden wir die Maßnahmen etwas verstärken, wenn wir dann sehen würden, dass es tatsächlich immer noch, dass jetzt 80% der Intensivbetten voll sind, dann würden wir halt die Maßnahmen noch verstärken und erst wenn 90% aller Intensivbetten voll sind, sozusagen, dann würden wir den knallharten Lockdown machen, ja? Und mit solch einer Vorgehensweise hätten wir uns alle wahrscheinlich vor dem größten Teil aller dieser schrecklichen Maßnahmen bewahrt, sozusagen. Und das sind die entscheidenden Argumente, ja? Also so muss man argumentieren. Naturwissenschaftlich will man sozusagen
den Lockdown in Frage stellen. Und viele der anderen Argumente, wie zum Beispiel dieses Argument, ja, es sind ja nur so wenige gestorben, ja, da antwortet die Politik einfach mit dem Satz, ja, das sind deswegen so wenige gestorben, weil so viele Länder der Erde einen Lockdown gemacht haben. Sonst hätten wir Milliardentote. Ja, also das heißt, diese Behauptung habe ich jetzt über den, zum Beispiel mit Schweden, Weißrussland und eben mit dieser Geschichte habe ich all diese Argumentationen entkräftet und das naturwissenschaftlich präzise. Ne? Und deswegen ist das auch die einzige realistische Argumentationsbasis und die anderen Argumentationen sind nicht zielführend sozusagen. Ja? Gut, dann angeblich. Da kam eine neue Meldung. Es geht ja immer darum, irgendwie, dass jetzt irgendwie die Ärzte, die ja selbst dran glauben, dass es sich um ein Killer-Virus handele, die liefern jetzt natürlich Studien und die machen Studien. Und wir wissen ja heute, dass wenn man Studien nicht tausendprozentig richtig macht, dass sie dann quasi eigentlich nur immer das unwahre Vorurteil des Forschers im Prinzip bestätigen, weil sie brauchen in einer Studie nur einen einzigen Fehler drin haben, dann ist die ganze Studie nur Manipulation und wertlos, ja? Und dann kommen jetzt solche Studien wie, ach ja, angeblich werden, wenn die Leute also Corona haben, werden nur ganz kurzfristig Antikörper gebildet und danach sind die dann wieder total anfällig. Das öffnet natürlich die Denktüren dazu, für ein tolles zukünftiges Geschäft mit ständigen Auffrischungsimpfungen. Das würde ja bedeuten, dass auch die Impfungen nicht nur einmal gemacht werden müssen, sondern alle paar Monate wiederholt werden müssten, weil ja die Antikörper wieder verschwunden seien, ja, und so weiter. Und dann kann man jedem Menschen vielleicht 20 Impfungen verkaufen. Und das wäre doch das Megageschäft. Und wie gesagt, die Ärzte haben keine bösen Absichten. Sie sind nur unheimlich schlecht darin, präzise Studien zu machen. Und die Studien be bestätigen deswegen ihre Irrtümer. Und sie glauben ja an ihre Irrtümer sozusagen. Und eigentlich die meisten Studien sind nur Meinungsverstärker oder Vorurteilsverstärker. Also sie geben quasi das antiwissenschaftliche Vorurteil oder den wissenschaftlichen Irrtum eines Wissenschaftlers wieder und verstärken diesen durch scheinbare Präzision einer Studie. In Wirklichkeit sind die meisten Studien völlig wertlos und haben überhaupt keine Aussagekraft, weil sie irgendeinen Fehler im Studienaufbau drin haben oder bei der Interpretation, ne? Ja, das so viel. Also das heißt, wir haben noch einmal verdeutlicht, warum die Irrtümer des Dr. Markus Krall eben so extrem gefährlich sind. Und hier also die Liste nochmal all derer, die sich in dieser Hinsicht irren, auch Fridays for Future. Besteht zu Teilen daraus, aus Menschen, die glauben, dass Markt- und Arbeitsteilung nicht grundsätzlich Killer sind, denken da eher so in Richtung der Gemeinwohlökonomie von Christian Felber, der ja auch nicht erkennt, dass Markt- und Arbeitsteilung an sich und grundsätzlich auch mit einer Gemeinwohlbilanz immer Killer bleiben werden. Ne? Das versteht er nicht. Ja, lesen Sie sich all diese großen Irrtumsträger durch, aber machen Sie sich immer klar, dass diese Liste auch eine Komplimentliste ist, weil alles, was wir hier nicht auflisten, ja, zum Beispiel gestern haben wir ja auch indirekt letztendlich über Rüdiger Dahlke gesprochen, der ja zu diesem Bereich hier gehört und so weiter. Aber
weil eben diese Leute auch viele durchaus kleine Wahrheiten auch durchaus sagen. Ja, Attila Hildmann mit seinem Veganismus, das hat schon auch was Wahrheitsorientiertes, ja. Aber alles, was nicht auf dieser Liste ist, darüber sprechen wir deswegen nur nicht, weil wir davon ausgehen, dass dann so viel Irrtümer vorhanden sind, dass es sich gar nicht lohnen würde, mit ihnen zu sprechen, oder eben, dass sie letztendlich irrelevant für die überhaupt für die gesellschaftliche Diskussion sind. Ne? Ja, also, das war's mal wieder mit dieser wissenschaftlichen Tagesshow heute. Tschüssi, bis bald.